Ja, hallöchen und willkommen zu einer neuen Runde Bausimulator. Hier Schlonske und Partner. Sag doch mal hallo. Hallo, Hallo. hallo. Ich dachte, Gute wir spielen Laune, heute Leute. den Puff-Simulator, wollten wir eigentlich spielen. Okay, warte. Steam. Nee, Ja, wir Spaß. wechseln, nicht? Okay, schade. Heute auch mal mit Gronkh. Der macht bestimmt Der auch irgendwas anderes heute. will aber nie reden heute. Ja, genau. Der steht meistens nur am Straßenrand und keine Ahnung, was der ist halt da, Unter der komisch. Laterne irgendwo Ja. und wartet. Der dachte Okay. nämlich, wir spielen das andere Spiel. Gut. Stimmt. Irgendwie stehen unsere Wagen hier ganz schön komisch da. Wir haben die eigentlich richtig eingeparkt. Ja. Eigentlich. Der Wo ist Bagger der ist da Bagger, hinten, bitte? da so ganz hinten hinter dieser Garage da. Warte, da muss ich mal hin. Ich habe mir das Firmengelände noch gar nicht angeguckt. Es ist echt groß. Wo ist denn dieser komische Grüne, der Frosch? Froschi, Der ist na eben, was hochklappbar. sucht denn der Bagger? Ja, den haben wir dort hinten abgestellt, aber ganz So klar. perfekt, so perfekt dort hinten eingeparkt haben wir Ja. den. Das haben wir definitiv gemacht, weil wir ja auch total schnell sind. Ach, hier ist ja noch eine Ausfahrt, Einfahrt, Es cool. gab halt ein Update und das Update hat einiges Verbessert. verändert. Möglicherweise ja, lag es daran. Nee, also was auf jeden Fall positiv ist, es Die lädt ein bisschen Ladezeiten, schneller. die Ja. Ladezeiten, das ist auch das Und Einzige. dieser Button da unten. Ich kann jetzt Ja, der nämlich Button jetzt. Drei Spieler, ne? promoten und ich kann hier Geld überweisen. Aha. No, das ist echt. Das klingt interessant. Wie Ja, überweist du erzähl uns Geld? mehr. Einfach im Escape-Menü, oder? Oh, ich habe 21 Dollar vom Portugiesen-Team bekommen. Ist das klasse? Toll. Genau. Der kriegt eine Beförderung, nur weil der so ein Arsch ist. Ja, du wärst doch Arschloch, muss man sein. Oh, danke. 22 Dollar. Fühlst du dich jetzt besser, ja? Ja. Muss ja Und mal belohnt werden, meine Leistung hier einfach mal im Firmengelände rumzurennen. genau, befördern kann man jetzt auch, da können die nämlich Sachen alleine kaufen, ohne dass ich ständig bestätigen muss. Jetzt räumen sie mir die Kasse leer sozusagen. Du wurdest befördert. Und Wo ist denn dieses Menü? Wie unten kommt man in da der hin? Minimap hast du diese Krone. Ach, die habe ich nie. Okay. Okay, Weil dann sonst ist hätte das man die ja sagen können, dass Spielleiterkrone. ich. Ah, hier ist eine Krone. Ich kann dir auch Geld überweisen. Ja. Okay. Ein Teichi Leute, im können die es auch Endeffekt müssen wir machen, ja mache an ich aber Marius nicht. irgendwann mal Geld überweisen, weil ständig geht ja alles von seiner Kasse weg. Hey, ist doch gut. Und ich würde sagen, ich suche mal Aufträge, wa? Was haben wir denn da? Ja, ich Irgendwas in hole der erstmal den Stadt. Grün zurück, habe ich das Gefühl. Na, Warte, wo ist der Grüne? man kann sich einfach hin teleportieren, indem man auf Na, das zeig erstmal, wo der ist. Fahrzeugmenü geht. Ja. Ja. Okay, der ist Wie ziemlich hieß schwer. der? Ich würde sagen, wir machen Abseitskicker. den. Also, Was wir mit haben. der? Steht hier einfach so rum. Der ist. Ach, ich bin ja auch mit drin. Na los, fahr los. Warte mal, ich muss erst mal das Firmengelände suchen. Hallo? Einfach geradeaus. Ja? Soll ich euch mal die Aufträge vorlesen? Vortrage uns mal die Aufträge. No? Ja? Der erste ist modernes Einfamilienhaus mit Ka Balkon, Familie Gras. Für 41.000 hat drei Hämmer, vier Hämmer als Schwierigkeit, also ist schon gehoben, Ja? sozusagen. Der zweite ist Einfamilienhaus Familie Nold, 50.000 mit zwei Hämmern, die würde ich vorziehen. Ja. Dann haben wir noch das Einfamilienhaus in Naturoptik für die Familie Hensel für 70.000, wieder vier Hämmer. Okay. Und dann haben wir noch den Anbau für Familie Wagner für 95.000 mit vier Hämmern. Und noch so ein Transportding, aber die sind ja eh, die lohnt sich nie. Okay. Okay. Ja, Ah, genau. das Spiel leckt. Verdammt. Allerdings ist überall so ein Kranzeichen dran. Das heißt wahrscheinlich, wir brauchen auf jeden Fall den Pritschenwagen mit Kran. Den haben wir Geil. ja, aber machen wir erstmal Was den muss ich? für 50.000 ja, hier Einfamilienhaus für die Familie, wie auch immer, Nullt oder so. Genau. So machen wir's. Fahr doch jetzt Annehmen. endlich. Hey, es ist rot. Doch scheißegal, wir haben gleich noch einen Auftrag, deswegen ruckelt das jetzt. Der Witz ist, Auftrag die erste aufgenommen. Aufgabe habe ich schon wieder überstanden. Die ist bei mir schon wieder grün. Bei Der mir erste auch. Aufgabenteil. Dabei Klasse. haben sie gesagt, das soll besser geworden sein. Ja, Multiplayer haben sie viel verbessert, sieht man. Ja, oder flog das so? Seid ihr Das noch irgendwie in der Einzige. Nähe? Ja, Naja, ich weiß wir nicht, wo fahren er gerade hingefahren den ist. Grün zu euch zurück. Okay. Hier.
Da fährst du aber erstmal ein übelstes Stück zurück, das hättest du gar nicht machen brauchen. Kenn mich in der Stadt ja voll aus. Ich soll jetzt erstmal einen Pritschenwagen zum Baustoffhändler fahren. Das habt ihr ja schon abgeschlossen, warum auch immer. Genau. Ich hab mir jetzt erstmal den großen genommen und fahr den dahin, warum auch immer. Wahrscheinlich muss ich Zeug einkaufen. Den großen Pritschenwagen, ne? Ja, den habe ich genommen. Ach so. Gut, setze ich mich mal dazu. Weil das ist mir zu blöd. Aber was nimmer ist, es leckt jetzt nimmer so, wenn du oh mitfährst. Oh Gott. Das habe ich mich hier sagen. In das Schild reingewickelt. Na, fahr doch mal das die Ständer da aus, dann vielleicht kommst du vielleicht wieder raus oder das Schild bricht. Ja, ich werde mich aber erstmal versuchen zurückzusetzen. Na toll. Versuchen wir das nochmal. Genau. Schön. Also, das Fahrzeug bleibt jetzt ganz. Okay. Ja. Wenn ich mitfahre sozusagen, das wollen wir doch mal sehen dann. Ja, also bei mir ist es jetzt gerade schön. Okay. Werden wir dann sehen. Schade. Schade. Naja, aufgrund unseres Videos ist das halt gefixt worden. Wahrscheinlich, ja. Ja, genau. Ja, da bin ich mir ganz sicher, dass es deswegen ist. Das ist doch der Baustoffhändler, oder? Ja, sieht so aus. Sieht so aus, ne? Aber der hat wahrscheinlich die Einfahrt dreimal um die Ecke. Oder hier. Ort entdeckt. Danke. Baustoffhändler statt und schon wieder leckt das Spiel die Hölle. Also bei Mini. Zweimal Zementsäcke und viermal kleine Ziegelsteine sollen wir kaufen gehen. Oh, Aufgabe 2 haben wir schon bestanden. Mensch. Das gibt's da nie. Oh, hier kann ich ja gar nicht durchfahren, wa? sieht nie so aus, ne? Heiniger. Was ist das denn, ey? Hab das Gefühl, hier ist nie die richtige Einfahrt gewesen, nee, wa? Das ist hier der Privatbaustoffhandel im Baumarkt. Ja. Wer baut denn auch dort ein Schild hin an die Ausfahrt? Das gibt's ja nicht. Nee, können wir gar nicht gelten lassen. Ich hab dir doch gesagt, dass wir noch nie so schnell expandieren sollen. Noch, wir sind noch aufs Dorf eingestellt. Wir sind noch aufs Dorf eingestellt, das stimmt. Ah, hier, guck mal. Erstmal schön dran vorbeigefahren. Ah, dort wartet er ja schon. Komisch, dass immer Leute nur auf uns warten. Das stimmt, die stehen ganz da. Das ist Gronkh übrigens. Ah, nur, aber der sagt nichts. Hallo Gronkh. So. Hallo. Also gut, was? Steigen wir mal aus. Zweimal Zementsäcke und viermal Ziegelsteine. Zweimal Zementsäcke. Zementersäcke. Einkaufen und viermal Ziegelsteine. Aha. Und dann hole ich noch zweimal Stapler. Echt? Ich hätte das mit dem Kran rausgeholt. Na gut. Das dauert immer so lange, der ist so. Dauert so bei mir mit dem Stapler lange. Ich probier's. Runtergedeckelt und der Teichi, der macht einen Unfug noch ein bisschen, wa? Der macht wieder mal nix. Und dem ja, gibst du eine Gehaltserhöhung. Park hier gerade den Frosch ein, ja? Ja, ja, das war wichtig. Ja, den brauchen wir vielleicht beim nächsten Auftrag. Ja, vielleicht, aber auch nicht. So, oh. So, wie kann ich die Perspektive ändern mit V? Für View? Ja. Sehr gut. So, dann geht's hoch. Wir müssen ja alles drauf kriegen jetzt übrigens. Ja, das kriege ich doch hin, bin ich doch gut. Ja. Was ich ja hoffe, dass sie mir das mit den Tannensetzlingen gefixt haben, dass ich jetzt Ladung wenigstens wieder sichern kann. Ja, das wäre echt cool, wenn du das könntest. Also das extra für mich gefixt haben. Extra für dich geölt. Geölt. Ah. So. Oh. Ich hol schon mal für den nächsten Auftrag Fichte 5 Meter, wa? Ja, der kleine Pritschenwagen steht noch da. Ja, das war mein... Du kannst mal gucken, ob wir den Bagger brauchen. Und wenn ja, kannst du den direkt aufladen. Genau. Kannst du auch mal was machen. Ich schaue. Heichi ist unser Baggerlehrling. Aber wirklich nur im Bausimulator. Mhm. Sieht mir danach aus, dass wir den Bagger brauchen. Okay. So, dann gucken wir mal, was jetzt schöner ist. Oh! So.
versuch jetzt zu lernen, so ein bisschen. Versuch's mal zu lernen. Ja. Als Lehrling kann man das schon mal machen. So, war jetzt hoffentlich nie das Schlechteste. Ich hoffe, er ist mit mir zufrieden. Ich bin nämlich eigentlich ausgebildeter Zementsackholer. Ja, das lobe ich dir sogar. Ja, im Bereich Stapler. So, holen wir den zweiten auch noch? Den alten Sack. Diese Pritsche von dem Pritschenwagen kann man doch kippen, ne? Warum haben wir das eigentlich noch nie so abgeladen? Kann man die? Ich hätte gedacht, wir haben da mal Erde rausgekippt. Das, kann sein. Muss aber nie. Ich weiß es nämlich nicht mehr. So. Huch! Wie die Ameisen holen wir hier das Zeug ran. Ja. Wir werden immer professioneller, Stopp. Wie das heißt. Was? Stopp, du stehst oben am Regal an. Ach, na eben. Ich habe die falsche Taste. Ich wollte entsichern. Sichern wollte ich. Ich habe die falsche Sicht gehabt. Jetzt habe ich die Ladung gesichert. Das wollte ich ja eigentlich machen, aber in einer anderen View sieht man das so schlecht. Ja. Allwerk, Fertigfabrik, Bahnhof. Was suchst du denn eigentlich? Wissen. Sägewerk. Ach, das ist ja so weit weg. Ich glaube, ich bin eine Weile unterwegs, Kinder. Wie kann ich denn den Anhänger abmachen? Da steht immer, ich muss die Stützfüße einfahren, aber genau. Es geht nicht. Da geht doch das. Mit Umschalt und E und Umschalt und Q und so. Man muss lesen. Also Sift. Vor allem steht ja auch alles da. Ich weiß nie, was dieser Lehrling hat. Und der wurde befördert. No. Also ich würde es mir nochmal überlegen, Bauleiter. Das ist nur meine Meinung. Eine ganz objektive. Objektive Meinung. Das hat nichts damit zu tun, dass ich den hasse oder Konkurrenzkampf oder so. Nee. So, haben wir jetzt alles? Einmal Dachziegeln, glaube ich, noch. Oh. Was war ich das jetzt? Oh, ja. Scheiße. Oh, jetzt hätte ich Feier Gronk weggefahren. Naja, der spricht ja eh nie. So. Dann versuche ich jetzt mal. Letzte Ding hier noch zu holen. Langsam wird's mit dem Gabelstapler. Oh, ich kann befestigen, ich glaub's nie. Geil, aber das ist ja der große. Ja, das stimmt. Ging aber bei dir beim Kleinen hier, weil du ja noch Setzlinge hattest oder sowas. Ja, irgendwas mit Setzlingen war da. Irgendwas mit. Irgendwie sowas, ne? Ganz banal. Wie war das? Ach, ich komme nochmal drauf. Ich auch nie. War auch so eine Comedy-Sendung. Irgendwas mit. Keine Ahnung. Das war doch auch Little Britain oder so. Keine Ahnung, du. Ja, das sieht gut aus. Ja, immer nein damit. That's what she said. So. Oh ja. Sieht gut aus, immer nein damit. Los, komm rein. Ist viel zu groß. That's what she said. Ich hab dich immer gewarnt. Fuhrpark, dann kann ich ja schon mal... Also schön hier am Meer lang fahren, das macht schon Warum Spaß. Haben wir schon wieder 5 Gabelstapler ausgeliehen, Taichi? Die haben wir bestimmt noch nie zurückgebracht, die anderen. Ich bin am Fahren, also ich bitte dich. Die haben wir bestimmt nie zurückgebracht, die sind bestimmt noch im Dorf. Sein. Oh mein Gott! Kann es sein, dass du gerade dezent Scheiße gebaut hast? Ich wollte eine Abkürzung übers Gras nehmen, da war ein Huckel und da hat sich das ganze Auto überschlagen. Jetzt Herr Bauleiter, ich glaube, ich muss mal was petzen. Scheiße! Wie so, kann ich jetzt den auch runter? Zurücksetzen? Fuhrpark, deiner Pritschenwagen. Zurücksetzen, ja. Danke. Los, zieh wieder raus, Margo. Es wird mir echt zu viel, ziehen wieder raus. Hab's befestigt, kannst ziehen. Geil, oder? So. Ich hätte gedacht, ich hab's befestigt. Nicht in den LKW reinfahren, bitte. Es ist kein LKW. Doch. So,
Da soll ich jetzt mal fahren, ja? Ah ja, genau, kannst du mal machen. Mal, um das zu testen. Ob sie das auch gefixt haben? Raussuchen. Oder weißt du, wo es lang geht? Erstmal Y drücken, bitte. Hab ich. Danke. So, weißt du, wo es lang geht? Der grünen Linie nach hier, glaube ich. Ich denke der grünen Linie nach, genau. Und ich werde in der Zwischenzeit hier mal die Gabelstapler abgeben. Ja. Oh, es ist grün. So, schauen wir mal, was jetzt passiert mit unserer Ladung. Mit voller Ladung fährt er sich voll anders. Also, das behaupte ich einfach. Ja, zeige ich den Chef mit dabei sitzen, dann muss ich natürlich gut. Ja, aber du kannst schon schneller als 10 km/h fahren. Ja, aber es ist ja rot. Aber du bist noch nie mal an der Ampel. Naja, aber ich will ihn ja nie gleich einholen, weil ich doch meine mordshauben PS immer hab. Ah ja. Guck mal, wie ich den jetzt einhole. Wo ist denn die Bude? Das ist auch noch nicht. Ich denke mal, da fahren wir gerade hin. Na, ich seh's. Ich war auf der Karte. Au. Hä, hey, der stand doch gerade noch nie da. Ich finde, der fährt sich irgendwie träger. Wenn er voll ist. Also. So, hier irgendwo. Wagen. Ach nee, doch nie. Unter der Brücke noch lang. Ha. Ja. Ja, das liegt immer an den Ladungen. Wenn die da ein bisschen drüber hängen oder so, habe ich so das Gefühl. Okay. Wenn ein Bagger hinten drauf steht oder sowas, dann ist der immer, sind die so schwammig. Die Karne. Kacke, ich glaube, das Kantenholz müsst ihr holen. Wieso? Weil das nicht mit dem Gabelstapler aufzunehmen ist. Ich denke, das muss man mit dem Kran machen. Okay. Ja, hol einen Bagger. No, okay, ich fahre mit dem Bagger dahin. Kein Problem. So, hier muss irgendwo die Baustelle sein. Ah, da. Ah. Mensch, du. Dachte, wir sind jetzt in der Stadt. Na gut, da kaufe ich irgendwas anderes. Kauf irgendwas anderes, genau. Nee, ich kaufe dann Abschnitt 3, 2x ISO und 2x kleine Dachpfannengrau. Okay. Wo muss ich denn jetzt hin? Abschnitt 3. Du hast jetzt keine Hütchen mehr hier stehen, ne? Dann fahre ich am besten mehr. Das letzte Stück, wa? Genau. Also die Tannensetzlinge sind immer noch drauf. Scheiße. Sind bei mir gerade auch wieder da. Okay. Dann müssen wir diesen Pritschenwagen mal loswerden und uns noch einen großen kaufen wahrscheinlich. Ja, hast du ja nur Wurst, ob den kleinen oder den großen. Kommt ja nie auf die Größe an. Stehst im Weg. Mach ich doch gar nie. Mach ich doch gar nie. So, ich versuch das jetzt mal hier rauszukippen. Steht bei dir auch schon der Grundstein? Also bei mir ist hier der Grundstein schon. Na, nur das Fundament steht da. Na, meine ich ja. Grundstein. Okay. Fragezeichen. Meinst du, dass du den umkippen kannst? Ich hätte gedacht, man konnte den kippen. Blöd jetzt. Kann mich aber auch echt täuschen, aber ich hätte gedacht, wir haben den schon mal gekippt. Irgendeinen haben wir schon mal gekippt, ja. Ja. Ah, es war auf jeden Fall der Kleine. Ah, das muss doch mit dem Großen gehen. Das muss doch mit dem Großen gehen. Aber es sieht nicht so aus. Ich habe jetzt zumindest hier keine Anzeige dafür. Oh, ich bin ja über den. Mensch. Stehst wieder über den Ding. Wieder über den Dingen. Kann mir mal bitte jemand das Wasser reichen? Ja gut, dann stelle ich ihn jetzt seitlich hier hin und entlade es mit dem Kran. Okay. Geht's oder brauchst du einen Kran? Little Britain. So irgendwie. Blöde Zeichen aus. Ja. Aha. Fernen die Stützfüße aus oder nicht? Ja, ich glaube, musste. Du musst in den Kranmodus kommen. Ja, nee, ich hab nur gedacht, die fahren schon, aber das haben sie nicht getan. Und ab damit. Hochgepimpt. Vor allen Dingen, die musste hochpimpen, nur weil du was abladen willst. Das ist ein bisschen bescheuert. Also, wir kennen uns echt aus im Bau, das wisst ihr ja jetzt mittlerweile alle. Wir sind ja voll die Profis. Kannst du die Ladung mal entsichern? Ja. Wie ist denn mal die Taste? Ach ja, F. War ja wieder einfach. Guck mir das mal von der Ferne an. Macht er klasse. Macht er klasse.
Ach du Scheiße, ja, super. Ich komme bestimmt hier an die Engen nicht ran, oder? Doch. Ah, doch. Nee, nicht so, sondern drehen eigentlich nur. Das sieht aus, ey. Bumm. Ich denke, das ist. Scheiß drauf, war ja nie teuer. Ja, was hast du denn gedacht? Denkst du, ich fahr das noch runter? Yep. Dauert der ewig. Das lernt man alles von seinem, von seinem Bauleiter. Also mit Kran ist er jetzt auch nie so gut. Hier noch irgendwie ein bisschen Platz dazwischen schaffen. Ja. Ich finde das auch sehr interessant, dass diese Ketten zum Kran nur am obersten Zementsack hängen. Aber irgendwie kommt doch alles mit. Irgendwie. Wumm. War nur Zement. Ich hab's dir mal gerade gestellt. Es sind so viele Tasten, die du bei diesen Dings ja, hier drücken musst. Ja, echt ätzend. Und du, man kommt doch voll durcheinander, aber es macht so viel Spaß. Ah. Einfach runtergezogen. So macht man's. Ich lerne nur bei den Besten hier. Ja, Mann. So, stell ich's wieder auf. Hab was sonstes zu tun. Entladen geht relativ schnell mit dem Kran, aber ja. Beladen war irgendwie. Also ich hab's letzte Mal auch beladen mit dem Kran, hab ich das einfach aus den Dingern herausgeholt. Aber das war noch, wo wir noch nie so expandiert hatten. Ja. So maßlos. Na, gleich hat das geschafft, meine Damen und Herren, die internationale Weltmeisterschaft im Kranern. Im Kranern. Wie haben wir den genannt? Krani, ne? Ich weiß es ja. nicht. Ja, ich glaube schon. Roshi war der Grüne, das war Krani. Ja. Wumm. Professionelles Entladen. Heute mit Majus. So, das lad wenigstens mal richtig ab. No. Oh, du stehst Marco im Weg. Den Baustellenbereich freimachen. Ich gehe ja schon, oder? Ich steig mit ein. Bam. Cool. Och, Mensch, das ging ja schnell. Haben wir ja schon gebaut alles. Ja. Abschnitt abgeschlossen. Als nächstes besorge einen Container vom Baustoffhändler und transportiere die Ladung in den markierten Bereich. Wer hat okay. Froschi? Ich fahr Froschi. Der steht auf unserem Gelände. Ja, okay, dann muss ich fahr zu Froschi. Absetzkipper. So. Hast du dich teleportiert oder sitzt ja. du jetzt bei mir? Okay. Ich hab mich telegesitzt. Telegesitzt. Jetzt muss ich erstmal gucken, wo das ist. Das war mit Escape und Karte, ne? So. Wo muss ich hin? Zum Baustoffhändler? Nee. Ja, ja. Nochmal? Da waren wir doch gerade, oder? Ach, das ist alles in Ehm. Nee, wegschaffen muss man den bloß zum Kieswerk, den Container. Ich würde sagen, den nächsten Abschnitt gucken wir uns aber in der nächsten Folge an, wa? Weil, ne? Ja, können wir machen. Mhm. Nee, sehe ich Bonnie ein. Siehst du? Okay, gut. Pech. Dann machen wir halt weiter die Folge. Gut. Wir bedanken uns fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis später. Ciao.